Aha, sicher. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Aber da drin findet die berühmteste, umsatzstärkste Weinauktion der Welt statt. Die VDP Prädikatsweinversteigerung des großen Rings Mosel-Saar-Ruwer. Ja, da geht an einem Nachmittag ruhig einmal 1,5 Millionen Euro über den Tisch. Auch einmal eine Flasche für fünfstellig. Das muss man sich vorstellen. Und damit wir da mal reinkommen, habe ich für uns eine Einladung. Allein die ist schon Gold wert. Aber wir haben's. Gute 5 Stunden bin ich für Sie mit dem Auto von München aus nach Trier gefahren. Bei der Weinversteigerung gibt es ausschließlich Riesling von der Mosel. Und wer da alles ist? Weinverrückte. Dazu Händler und Weinjournalisten aus Indien, Japan, China, den USA oder Russland. Vor der Versteigerung bitten die Winzer von Mosel, Saar, Ruwer höchstpersönlich zur Verkostung. Einmal ein Kabinett? Gern. Das ist jetzt der 2009. Genau. Aber gleiche Lage, richtig? Ja. Selber mitsteigern kann man hier nicht. Man gibt sein Angebot bei einem der 7 Kommissionäre ab und die steigern dann. Das ist Europas längste zusammenhängende Steillage, ist dieser Altenberg. Da können Sie nicht so hochklettern, sondern müssen Sie immer seitlich zum Hang stehen. Die besten Partien mit den schönsten Ergebnissen, die nehmen wir dann für den Versteigerungswein. Und Sie könnten es ja mal probieren. An den Preis, den der Wein auf der Versteigerung bringt, muss sich der Winzer 5 Jahre lang halten. Gut, aber ich suche jetzt den. Das ist er nicht. Ich suche jetzt den wichtigsten Mann auf der Versteigerung. Da ist er. Max von Kuno. Er ist nicht nur Winzer, sondern auch der Auktionator. Ja. Darf ich kurz stören? Ja, warum nicht? Was ist das Besondere an dem Riesling Wein an der Mosel? Ja, das Besondere ist, dass es hier hervorragende Lagen gibt. Und aus diesen hervorragenden Lagen kann man total leichte, filigrane, elegante Rieslinge erzeugen wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das sind die Weine überhaupt weltweit, die am meisten Geschmack mit am wenigsten Alkohol haben. Wir reden von Alkoholwerten ab 7,5 Volumenprozent Alkohol bis 12,5 Volumenprozent Alkohol im Regelfall. Das ist ja gar nicht viel. Nein, das ist wenig und das macht Spaß. Das Tolle an diesem Gebiet ist, dass man hier schon hervorragende, und ich rede wirklich von hervorragenden Weinen, für 8 Euro die Flasche bekommt. Ha, aber bei der Versteigerung werden die 8 Euro natürlich nicht langer. Da kommen die besten Weingüter mit exklusiven Jahrgängen. Das Weingut Wegler in Bernkastel, das ist nicht nur ein Weingut, das ist schon eine Institution, weil die haben Besitz an einem der weltbekanntesten Riesling-Weinberge schlechthin, an Bernkastler Doktor. Der Jahrhundertjahrgang des letzten Jahrhunderts war 1959. Und 1959 wurde dort eine Trockenbeerenauslese geerntet. Wegeler heißt er? Wegeler Tom Trieseberg. So mal nach ihm fragen, den wird man bestimmt finden. Ja. Wunderbar. Dankeschön dabei. Bitte schön. Vielleicht sehen wir uns ja zufällig nochmal wieder. Ja, vielleicht. Auf geht's. Einmal schwimmen in der Mosel. So. Nee. So geht's. Ganz schön den Wirbel da hinten. Ja, ne? Die Mosel. Ja, Wahnsinn, die Mosel, ne? Traumfluss, den springt ja in Frankreich, in den Vogesen, ja? Im Col de Buisson und fließt dann durch Frankreich, ist dann Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland und fließt bei Koblenz in den Rhein. 546 Kilometer lang. Die Luftlinie ist 276 Kilometer, also ungefähr die Hälfte. 8.800 Hektar, überwiegend Riesling. Mhm. Und hier in Bernkastel ist natürlich eine der Metropolen vom Moselweinbau auch und eine der schönsten Moselstädtchen auch hier an der Mittelmosel. Und hier ist auch der teuerste Weinberg der Welt oder zumindest mal Europas. Das ist Bernkasteler Doktor. Genau. Teuerste Weinberg Deutschlands auf jeden Fall. Thank you.
Das ist jetzt alles Riesling. Riesling ist an der Mosel die wichtigste Rebsorte, die es gibt. Und sie ist nicht nur hier die wichtigste Rebsorte, sie ist weltweit die beste Weißweinsorte, die es gibt. Weltweit? Riesling ist in allen Spitzenrestaurants der Welt vertreten. Seit 200 Jahren kommen die besten Weißweine der Welt aus den Riesling-Anbaugebieten. Leider kommen auch die schlechtesten Weine manchmal aus den Riesling-Anbaugebieten. Ja, das kann auch passieren. Okay. Riesling hat drei Dimensionen, was eine andere Weißweintraube nicht hat. Riesling hat einmal Qualität, von trinkbar bis absolute Weltspitze. Die zweite Dimension, das haben schon viele Weißweinsorten nicht mehr, ist Restsüße. Man kann Riesling ganz trocken trinken. Und ganz extrem süß, also bis zu Trockenbeeren auslesen. Das sind Weine, die früher die Könige für sich beansprucht haben. Und zur dritten Dimension kommen wir gleich. Jetzt stehen wir hier im legendären Bernkasteler Doktor. Legendär. Es ist eine der historischen Grand Cru-Lagen Deutschlands. Seit über 300 Jahren bekannt als Herkunftsort ganz, ganz großer Weißweine, großer Rieslinge. Und die Lage gehört quasi Ihnen? Ein Teil dieser Lage gehört uns. Der ganze Doktor ist nur 3,2 Hektar groß. Wir haben etwas über einen Hektar im Besitz seit 119 Jahren. Hier haben wir Bernkasteler Graben. Hier müsste man für einen Hektar etwa 100 bis 200.000 Euro investieren. Das sind so zwei Fußballplätze etwa. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Bernkasteler Doktor, ein Hektar zwischen 4 und 8 Millionen Euro. Ja, zwischen 4 und 8 Millionen auf einem Hektar. Und wenn man so eine Lage hat, dann hat man ja eine Verpflichtung, glaube ich, dass das auch ein guter Wein wird hinten aus. Also wer einen solchen Weinberg hat, der hat auch die Ambition, dort das Beste herauszuholen, was geht. Und die Verbindung mit Weinberg und handwerklichem Können beim Winzer, das bringt Spitzenweine von Weltruf hervor. Würde man ja auch schmecken, wenn man ein Glas probiert, dass man sagt, okay, das ist... Das würde man schmecken. Das Schöne am Riesling ist, der Einsteiger kann ihn ganz unkompliziert trinken. Und der absolut Fortgeschrittene kann aus einem Glas Wein alles Mögliche herausschmecken. Man muss ihn quasi probieren, damit man weiß, ob man Einsteiger ist oder fortgeschritten. Das wollte ich so nicht sagen. Ich wollte sagen, dass der Einsteiger... Ich würde wahnsinnig gerne einen probieren. Ja, das sollten wir tun. Gut. Wir haben ungefähr 70% Steigung und da müssen wir jetzt runter. Wenn man da reingeht, zieht man fast die Schuhe aus, oder? Quasi, dass man da nichts dreckig macht. Der Wandertipp vom Moselschmidt. Eine wunderbare Art, diesem Anbaugebiet nahe zu kommen, ist der Moselsteig. Genau 365 Kilometer lang führt er in 24 Etappen von der luxemburgischen Grenze bis nach Koblenz, wo die Mosel dann in den Rhein mündet. Mit dabei auch 108 Aussichtspunkte. Großartig. Stufen. Ja. Stufen war schon eine großartige Erfindung. Hier ist der Eingang vom alten Doktorkeller. Kopf einziehen. So, dann rein in den kalten Keller. So, hier liegen schon die Sachen, die eingelagert sind. Aha. Jetzt sind wir im Epizentrum der Vintage-Weine, der reifen Rieslinge. Die liegen ja schon länger da, Herr Dr. Triesenberg, oder? Die liegen zum Teil schon sehr lange. Die ältesten sind hier aus den 20er Jahren. Das ist quasi ein gelagerter Weißwein, also ein alter Wein. Das ist reifer, alter Wein. Wir können ja mal etwas probieren, dass Sie sehen, was ich damit meine. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Da stehen ja nur Nummern drauf, gell? Also, das ist ja, ja, da stehen nur Nummern drauf. Ich habe hier was 20 Jahre Altes. Nein, wir nehmen was Richtiges. Wir haben hier vor uns eine Kiste 76er Weine. Die machen wir jetzt auf. 76. 1976. Gut. Goldgelb. So muss es sein. Goldgelb ist Reife. Mit über 40 Jahren ein junger, immer noch junger Riesling. Unfassbar. Und der hat noch ein paar Jahrzehnte vor sich. Da ist ja so Säure drin, das ist ja wirrer. Ist der wirklich schon so alt? Ja, 1976. Die dritte Dimension vom Riesling, das ist
Alter, Altersfähigkeit. Man kann sowas trinken, wenn es ein Jahr alt ist. Man kann es mit 10 Jahren, mit 20 Jahren trinken. Große Rieslinge sind angelegt, 50, 80, 100 Jahre alt zu werden. Wenn sie gut gelagert sind, wissen Sie, vor 100 Jahren waren große Rieslinge teurer als Bordeaux. Das Ganze ist etwas verloren gegangen durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und in Folge hat uns die Marketingindustrie erklärt, Weine werden jung getrunken. Mit so einem Wein muss man ja dann auch wieder sichtbar werden, also gegen den Trend ja fast arbeiten. Das ist ein Konzept, was wir 2012 eingeführt haben mit dem Namen Vintage Collection. Wir bringen reife Weine aus erster Hand aus dem Originalkeller in den Markt. Und auf den Etiketten vorne steht Vintage Collection. Damit ist schon klar, dieser Vintage-Gedanke, etwas Gutes, Altes, wird transportiert. Und was fast noch viel wichtiger ist, auf den Rückenetiketten steht tatsächlich der Jahrgang, wann diese Flasche aus dem Keller entnommen wurde. Wo fangen wir an mit sowas? Also wo geht's um? Ja, also jetzt beim Jahrgang 76 wird es schon dreistellig. Aber die Vintage Collection selbst fängt so bei 12, 15 Euro an. Das sind 10 Jahre alte, 15 Jahre alte Alltagsweine, die unglaublich viel Spaß machen und die unwesentlich teurer sind als die jungen. Da ist sehr viel Spaß drin, ehrlich gesagt, in dem Wein. Vielen Dank. Ja, gern. Habt ihr einen 68er Alter? War ein scheiß Jahrgang. Zurück in Trier. Zu jeder Versteigerung wird der passende Tropfen kredenzt. Man nennt es auch Nassversteigerung. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Es geht um den 1959er aus einem legendären Weinberg, aus dem Bernkaster Doktor. Und wir fangen hier bei 500 Euro an. 500, wer bietet 600? 700, machen wir die 1000 auch. 1500, wo sind die 2000? Da sind die 2000. Und hier werden 2,7 geboten. 3000 Euro werden hier geboten. 3100 zum ersten, 3100 Euro zum zweiten und 3100 zum dritten. Ja, Wahnsinn. 3100 Euro für eine Flasche Wein, die 60 Jahre alt ist. Gibt's ja nicht, hä? Wo holt denn der Max von Kuno hin? Muss ich doch mal schnell schauen. Das gibt's ja nicht, hä? Das ist Zufall. Und? Wie läuft's? Ja, läuft sehr gut, aber ist natürlich ziemlich anstrengend. Ach, das kann ich mir vorstellen. Ja, doch viel, gell? Das ist ja im Prinzip, sind das ja die besten Weingüter an der Mosel. Es gibt auch noch andere sehr gute Betriebe, also Weingüter an der Mosel. Aha. Zum Beispiel? Bei Traben-Trarbach in Wolf, da gibt es so einen Schweizer, das ist der Daniel Vollenweider. Der hat Kabinettweine, das ist wirklich sensationell. Aha. Daniel Vollenweider? Ja, ein Schweizer. Wie sagt man, schöne Versteigerung oder? Toi, 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 denke ich, ist das Richtige. Ja, gut, danke. Ja, servus. Ja. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, lazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got this sunny afternoon. Das sind aber schon schöne Heißel da, gell? Ja, gell? Also hier ist ja Traben, auf der anderen Moselseite ist Trarbach. Und Traben-Trarbach war um 1900 nach Bordeaux der zweitgrößte Weinhandelsplatz. Das liegt daran, die ganze Mosel ist erzkatholisch. Und Traben-Trarbach, Winningen und Enkirch waren protestantisch. Die restliche Mosel musste sich den katholischen Markt teilen. Und Traben-Trarbach hatte den protestantischen Markt für sich. Und die sind sehr, sehr reich geworden, haben zum Beispiel nach Berlin die erste komplette Straßenbeleuchtung gehabt, zusammen mit Bad Reichenhall. Der Wein war sehr, sehr teuer. Und dann konnten die auch die schönen Häuser bauen, die schönen Villen bauen. Und wir haben viel Jugendstil in Traben-Trarbach.
Was haben wir da vorne? Hier hinten links, da sehen wir das Weingut vom Daniel Vollenweider. Ein sehr erfolgreicher Winzer, mit Sicherheit einer der besten Winzer, die wir in Trabach haben. Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen, mit Matthias Ganter in seinem, Achtung, Elektro-Amphika zu schippern, kostet 195 Euro inklusive Schaumwein und Canapés. Für eine Stunde für maximal 3 Personen. Für Hotelgäste wird's billiger. Der Verweiltipp von Mosel Schmidt. Einen außergewöhnlichen Platz finden Sie in Traben-Trarbach. Das Hotel Bellevue stammt aus dem Jahre 1903, ist purer Jugendstil und liegt direkt an der Mosel. Zwei Weltkriege und den Renovierungseifer der Nachkriegsjahre hat das Hotel wie im Dornröschenschlaf schadlos überstanden. Genau 70 Zimmer warten auf Sie. Das Einzelzimmer kostet ab 85 Euro inklusive Frühstück, das Doppelzimmer ab 140. Hoppla. Das Weingut von Daniel Vollenweider in Traben-Trarbach liegt direkt, naja, an der Mosel. Und der Blick, ha, schauen Sie selber. Ha. So, ich habe jetzt mal 3 Flaschen mitgebracht. Ein Schweizer an der Mosel, hä? Ja, seit wann? Das ist 99. Aber nicht aus einer Winzerfamilie? Gar nicht. Also Quereinsteiger? Kann man so sagen, wobei ich habe schon Weinbau gelernt. Ich habe also einen Winzer gelernt in der Bündnerherrschaft. Das ist das Anbaugebiet bei uns. Ich habe halt dann realisiert, dass man hier sehr preiswert sehr gute Lagen erwerben kann. Das habe ich dann quasi als Chance gesehen und habe hier mehr Hals über Kopf, ohne wirklich die Konsequenzen mir zu überlegen, angefangen Weinberge zu kaufen. Ehrlich? Ja. Wie viel? Ja, erstmal war es ein bisschen mehr wie ein Hektar im ersten Jahr, aber das hat sich dann auf jetzt insgesamt zwischenzeitlich 6 Hektar gesteigert. Ich habe halt eine Lage gesucht, die vom Potenzial her sehr, sehr gut ist und wo man die Weinberge auch kriegen kann, weil die Lage vom Namen her noch nicht so bekannt war. Das ist in dem Fall jetzt die Wolfe Goldgrube. Mit dem Namen hat halt bis jetzt niemand gearbeitet und deshalb war der jetzt in der Weinwelt nicht wirklich bekannt. Ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, die Lage bekannt zu machen. Ja. Die Weine sind meistens nicht so stark von der Primärfrucht, eher würzig wie fruchtig. Toll, fruchtig. Und sehr lange, ne? Also ja, die absolut. Nachhaltigkeit ist halt. Zitronik fast. Das war jetzt der. Das war die Goldgrube, großes Gewächs. Großes Gewächs. Genau. Und da gibt es eigentlich noch den Goldgrube Aurum, das ist eine Einzelstockselektion von den allerältesten Reben mit den ganz kleinen Beeren. Das ist noch ein bisschen konzentrierter, so das Gold der Goldgrube, der Aurum. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir jetzt was trinken. Alles gut, alles gut. Ja? Zum Wohl. Auf die Goldgrube. So ist es. Und? Schön dicht, schöne Fülle. Breit, kann ich sagen, breit? Ja, breit hört sich eher ein bisschen negativ an. Ehrlich? Ja. Na, dann ist er schlank. Nein. Er ist elegant. Elegant. Elegant und dicht gleichzeitig. Elegant und dicht. Aber wir fahren jetzt gerade direkt an der Goldgrube vorbei. Ja? Quasi. Zieht sie uns gegenüber, ja? Das ist die Goldgrube. Die Goldgrube insgesamt umfasst ungefähr 7 Hektar. Und das ist jetzt so das Kernstück, da ums Schild rum. Und das sind auch die ältesten Stöcke. Ist das so ein alter? Das ist jetzt so ein richtig alter Weinstock. Wahrscheinlich so um die 150 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen älter. 150 Jahre? Und das sieht man. Wie der verkrüppelte Stammaufbau, wie weit der schon vom Pfahl weg ist. Und man ist erstaunt, dass die überhaupt noch versorgt wird über diese Wurzeln. Die wurzelechten Reben, die werden nicht dick, die Stämme bleiben dünn. Wurzelecht heißt in dem Fall also nicht veredelt. Genau. Also der Riesling macht selber die Wurzeln. Und die Stöcke, weil sie halt keine Veredelungsstelle haben, wo Krankheiten eindringen können, die werden auch viel älter. Und in diesen alten Anlagen hat man halt immer nur
die Stöcke setzt, die abgestorben sind. Nie einen ganzen Weinberg gerodet. Man nennt das der ewige Weinbau, weil man immer Wein produziert hat. Die tragen ja auch noch, gell? Also es ist ja doch erstaunlich. Nicht mehr viel, aber sie tragen noch. Je älter der Stock ist, desto kleiner werden die Trauben, je kleiner die Beeren. Die Erträge gehen zurück. Dann sind halt diese ganzen Inhaltsstoffe, diese Mineralstoffe und Aromen, die werden halt auf nur ganz wenige Trauben konzentriert. Und das macht dann letztendlich die Qualität aus. Gibt es noch viel von denen alten Stück? Also so alte, wurzelechte Anlagen wie die, die sind inzwischen auch rar geworden. Da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man die erhält. Und wir sind hier so eine kleine Gruppe in der Ecke Tram-Trarbach zwischen Pünderich und Gröf, die sich so ein bisschen einsetzen für den Erhalt von diesen alten, wertvollen Anlagen. Das ist der klitzekleine Ring. Der klitzekleine Ring. Genau. Ja, aber jetzt zurück zum großen Ring. Wir kommen zur Losnummer 22, Johann Josef Prüm. Also das Weingut Prüm ist wirklich eine Institution für sich. Katharina als Frau, gemeinsam mit den ganzen Männern da, die sitzen da alle am Tisch. Und die machen sehr, sehr gute Weine. Und die haben in der Wehlener Sonnenuhr hervorragende Parzellen und kreieren sensationelle Weine. Ja, jetzt kommen wir natürlich an einem absoluten Spitzenweingut hier an der gesamten Mosel vorbei. Und zwar hier vorne, dieses wunderschöne kleine Schlösschen. J.J. Prüm, weltbekannt bei Riesling-Freunden. J.J. Prüm. Also, zuerst waren wir bei Dr. Tom Drieseberg im Doktor in Bernkastel-Kues. Dann bei Daniel Vollenweider in Traben-Trarbach in seiner Lage Wolfer-Goldgrube. Und jetzt fahren wir, oder schwimmen wir noch zu Dr. Katharina Prüm in Wehlen. Follow the sun, which way the wind blows, when this day is done. Wir haben hier 21 Hektar Weinberge an der Mittelmosel, alles 100% Riesling. Und probieren jetzt mal drei von vier Lagen, die wir haben. Habe ich mitgebracht ein Gracher Himmelreich-Spätlese, Wehlener Sonnenuhr-Spätlese und Zeltinger Sonnenuhr-Spätlese. Alle aus dem gleichen Jahrgang, alle gleiche Reifestufe. Und die wollen wir jetzt mal vergleichen. Also im Prinzip alles gleich, nur genau. Unterschiedliche Lagen. Genau. Gracher Himmelreich. Gracher Himmelreich. Gracher Himmelreich ist ungefähr wo? Dort, Südwestlage. Aha. Da unten ist der Ort Grach und darüber verläuft das Gracher Himmelreich. Also Süd-Südwestlage, das ist wichtig hier an der Mosel, dass man den Süden so ein bisschen drin hat, weil es ein kühles Klima ist. Aha. So, und jetzt vergleichen wir das mit der Wehlener Sonnenuhr. Probier die nochmal schnell und ja, dann genau. Ist anders. Das wird noch im Laufe der Jahre stärker rauskommen, der Unterschied. Warum der Unterschied? Also wenn alles oberflächlich gleich ist? Also natürlich einmal die Sonnenexposition von Südwest nach Süd drehend. Aber die Bodenstruktur ist auch unterschiedlich. Wir sehen hier den Schieferfelsen. So sieht der Boden überall unterirdisch aus. Und es ist weich. Porös quasi. Porös. Und es hat überall kleine Lücken. Da können die Wurzeln sich tief eingraben, da kommen die Mineralien her, da kommt auch das Wasser her, sodass selbst in heißen Sommern, wenn wir wochenlang hier keinen Regen haben, immer genug Wasser noch da ist. Und dann gibt es drüber den Mutterboden, das ist noch wesentlich poröser. Das macht also einen Unterschied, ob die Wurzel sofort auf diesen Felsen trifft oder eben oben diesen weicheren Boden hat. Das dritte Glasl, was ich ja da noch in der Hand habe, hätte dann noch mal einen anderen Boden. Genau. Vielleicht. Naja. Oder soll ich mal eins? Nein, ich nehme das mal so. Oder vielleicht mache ich es so, dass ich. Eins leer? Ja. Also. Ja, das ist erstaunlich, gell? Also selbst mit einer nicht so geübten Zunge. Ja. Der zweite war hier und wo genau. Ist der jetzt? Der dritte ist jetzt genau in diese Richtung. Sonnenexpositionsmäßig ähnlich wie die Wehlener Sonnenuhr. Aber der Mutterboden ist noch mal weniger tief. Das heißt, die Wurzel trifft sehr schnell auf diesen Schieferfelsen. Und der ist oft sehr rauchig, sehr mineralisch, braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit.
um sich zu öffnen. Meist ein bisschen trockener, weniger Wasser noch mal, dass es eben auch noch mal so ein bisschen anderen Charakter gibt. Man muss ihn aber auch erstmal in die Flasche kriegen, diesen Charakter, gell? Das ist gute Ausbildung hinterher und so und? Ja, Ausbildung ist bei uns nicht so das große Thema. Also Weinausbildung haben wir alle nicht. Nicht? Hatte noch keiner bei uns in der Familie. Wird von Vater zu Sohn und Vater zu Tochter weitergegeben. Also, das geht auch. Wenn man so will, ein Quereinstieg in sehr jungen Jahren. Genau. Ja, also ich habe ursprünglich mal was anderes gemacht, bin auch mal abgehauen ein paar Jahre und habe Jura studiert. Nee. Und dann zurückgekommen. Abgeschlossene Juristin. Geht. Ja. Ja. Welche Generation? Vierte mit dem Namen. Also Wein gibt es schon ein paar hundert Jahre in der Familie, aber Johann Josef war mein Urgroßvater, also insofern vierte Generation. Der berühmte Jay. Richtig. Ja, und die Weine. Die hatten auch ihren Preis bei der Versteigerung. Zum Beispiel eine Auslese der Wehlener Sonnenuhr 2018 Magnum für 500 Euro Startgebot. Die Flasche. 1250, 1300, 1350, 1400. 2000 Euro zum ersten, 2000 Euro zum zweiten und 2000 Euro zum dritten. Riesling an der Mosel, das ist schon ganz was Gutes. Wie lange hebt der Akku ungefähr? So 8 Stunden. 8 Stunden? Ja. 8 Stunden. Ah ja, wunderbar. Wie ja. Ist mit Main oder ja, mit Main? Main, Main Schleife? Rhein, Main, Donau. Da ja. Wird überall wächst Wein. Und da können wir überall hinfahren, wenn du genügend Zeit hast. Naja, ich habe ja Freizeit quasi. Ja. Dann würde ich sagen, ja, Schiff ahoi. Schiff ahoi.